We have dragons. My name's Hiccup. Nice dragon. Okay. Adventure. Dad, I've decided I don't. Da steht 3 und das D. Ich glaube, weil es so dreimal doppelt ist, glaube ich. Also dreimal Special Defekt, glaube ich. Also 3D ist schön. Also man sieht alles so echt, wie man in den Film ist. Alles fliegt so auf uns. So. Die Herausforderung und das Interesse war bei mir, dass wir Figuren schaffen, die im wahren Leben existieren. Karikaturen zu machen von Figuren, die man wiedererkennt. Und gerade beim Toothless ist es natürlich ganz speziell. Wir wollten wirklich, dass das Publikum gewisse Sachen in der Natur wiedererkennt. Und wir haben das für jeden Drachen speziell gemacht. Und dann natürlich Schauspiel von der Figuren. Wir haben uns ganz klar zum Ziel gesetzt, dass der Film auf einer emotionalen Ebene muss funktionieren. Er muss ein Publikum ansprechen, muss aufs Herz zugehen. Es ist nicht ein intellektueller Film, oder wo jetzt absolut auf Humor aufbaut. Obwohl er in meinen Augen ein lustiger Film ist, hat er doch als Ziel, immer wieder das Publikum auf einer emotionalen Basis zu berühren. Was, dass dich das erinnert? Kannst du eben? Ohne Zahn. Sieht so gleich aus. Hat auch solche Augen. Einfach, er ist größer und kann fliegen. Der hat keine Flügel. Du triffst den Nagel auf den Kopf. Also, wir haben, als wir den Toothless entwickelt haben, haben wir gewusst, dass wir einen Drachen haben müssen, der wirklich auf die einen Tag gefährlich ist, aber auf die andere Seite auch das Publikum reinzieht, der wirklich versucht, die Figur auf die gleiche Zeit gefährlich zu machen und aber auch interessant. Und wo sich dann irgendwie auch das Publikum an ihre eigenen Tiere erinnert. Und das ist, glaube ich, die wahre Chance in diesem Film, dass man etwas kreiert, was Kinder noch nie gesehen haben. Und die Familien und auch die Erwachsenen. Also ich habe das Gefühl, dass wir dort irgendetwas kreiert haben, wo ganz speziell ist. Die Geschichte ist, dass man das Fremde nicht urteilen sollte, bevor man es kennt. Ja. Danke vielmals. Danke. Moment, ich eben rauf. Ja. Okay. Ist schön gewesen. Was hat dir am besten gefallen? Also ohne Zahn, der ist eben so süß. Und dir? Eigentlich alles. Es ist einfach toll. Weil es sieht wirklich so aus. Weil ohne Zahn hat wirklich ausgesehen wie eine Katze. Was möchtest du unbedingt noch mal machen? Hast du eine Idee? How to Train Your Dragon 2. DreamWorks How to Train Your Dragon in 3D.